Nach einem guten Start und dem Gewinn des ersten Satzes, Gisela Fiedler jetzt mit ihrer Partnerin ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Die gegnerische Paarung zeigt sich sehr stark und liegt mit 2:1 in Sätzen und 4:1 in Führung. Es ist dann schon ein bisschen ärgerlich, dass man hier zwei geprüfte Schiedsrichter hat und ständig keiner weiß, wer ausschlägt, wer zurückschlägt, wer die Bälle nimmt. Das sollte man sich ein bisschen professioneller wünschen. Einfach nur die Anzeigetafel umblättern, das ist ein bisschen wenig. Wenn man zum Beispiel schon Startnummern hat, dann kann man sie sich notieren und weiß im Fall der Fälle dann, wer auf wen spielt und wer Aufschlag hat. Udo Gräser wieder fleißig im Einsatz. Der macht das mit den Schiedsrichtern richtig gut. Naja, vielleicht geht ja noch was. 6:6 steht es mittlerweile im Viertel. Und die Hoffnung stirbt zuletzt. Das Ganze läuft hier so ein kleines bisschen nach dem alten Spruch, wer nur schupft, verliert langsamer. Während die Paarung mit Gisela Fiedler den Ball nur durch Schupfen im Spiel hält, ist hier eine Dame mit einem schönen Rückhandball, Angriffsball, der immer wieder punktet. Sie wartet geschickt, bis der Ball gut zum Weg und dann verhaftet sie ihn. Und das macht dann den kleinen feinen Unterschied. Matchbälle, 4 Stück. Der ist dann noch abgewehrt. 7:10. Zeit
sollte noch mal jemand nerven. Ja, wieder gibt es hier Diskussionen, wer stellt auf. Diesmal hat es der Schiedsrichter möglicherweise im Griff. Können wir uns dann ja mal auf Video anschauen, was da wirklich Sache war. Das große Zittern. Ja, und dann war es wieder dieser Angriffsball, der letzten Endes dann Fiedler und Partnerin in die Bedouille gebracht hat, aber ein Vizemeistertitel bei den 10. Senioren-Europameisterschaften 2013 in Bremen in der Consolation Round für Gisela Fiedler. Das ist doch auch eine sehr, sehr schöne Sache. Wenn der Papa Reiter vom Himmel aus zuschaut, der Papa von Gisela Fiedler, dann wird er nochmal richtig seine Freude haben.